Hallo, herzlich willkommen zum Türchen Nummer 15 des Adventskalenders mit Mama Co. Das bin ich. Und es gibt hier jeden Tag um 18 Uhr ein neues Video, ein neues Türchen öffnet sich und ich zeige euch jeweils einen Favoriten von mir aus dem Jahr 2017. Heute möchte ich über ein paar mehr sprechen. Das heißt, sie sind alle aus einer Kategorie, aber sie haben mich alle überzeugt und es ist ein Produkt, was ich, wie ich finde, so ein bisschen vernachlässigt wird. Wenn ich ein Make-up-Tutorial schminke, dann passiert das immer so, by the way, dass ich einen Kajalstift oder einen Gel-Liner benutze. Aber eigentlich steht der nie im Vordergrund, obwohl sie es manchmal echt verdient hätten. Und ich finde, sie haben es auch verdient, dass man mal kurz über sie spricht. Früher gab es immer die klassischen Kajalstifte, da gibt es natürlich Unterschiede, aber ich habe immer einfach irgendeinen schwarzen Kajalstift gekauft und habe ihn mir ganz früher immer gerne auf die untere Wasserlinie gemalt, um das Augen-Make-up zu verstärken. Später bin ich auf den Trichter gekommen, auch die obere Wasserlinie damit anzumalen, um den Ansatz der Wimpern zu verstärken, optisch. Und das sieht auch wirklich total toll aus, das mache ich also heute noch. Ich habe im Laufe der Zeit einen Lieblingskajal gefunden. Das war immer dieser hier von Maybelline. Das ist der Master Drama Kohl Liner. Den gibt es auch schon sehr lange. 16 Stunden Halt steht hier drauf in Black. Oder ich habe den Vorgänger davon auch schon gehabt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich davor einen von Manhattan. Und ich habe immer danach gesucht, einen zu finden, der A gut hält, der ein sattes Schwarz hat, der gut hält und der nicht so verwischt im Laufe des Tages. Es gibt nämlich Kajalstifte, die beim Blinzeln durch die Tränenflüssigkeit sich so ein bisschen verlaufen, verschmieren und irgendwann sind die weg. Manche sind schon nach 2 Stunden weg und man sieht sie nicht mehr. Das nervt. So, mittlerweile gehe ich auch hin und gehe am unteren Wimpernkranz her und fahre mit dem Kajalstift so ein bisschen zwischen die Härchen. Entschuldigt, wenn ihr hier gerade Gerappel hört. Wir haben den Handwerker hier. Sorry. Also ich gehe zwischen die Härchen und gehe dann manchmal mit einem angeschrägten kleinen Pinsel hinterher und verwische das so ein bisschen, um das so ein bisschen rauchiger aussehen zu lassen. Ich mag den von Maybelline immer noch. Der ist sehr, sehr schön. Aber ich habe auch mittlerweile ein paar andere gefunden. Dass ich die Infallible Kajalstifte von L'Oréal so gefeiert habe, hat der ein oder andere von euch schon mitbekommen. Für mich sind das aktuell die besten aus der Drogerie. Ich habe hier den braunen mitgebracht. Der ist auch schon so ein bisschen runtergeschraubt, sage ich mal. Den muss man nämlich anspitzen. Und die heißen Infallible Gel Crayon 24 Stunden Waterproof. Ganz wichtig, dass sie wasserfest sind. Das sind sie wirklich. Die gleiten, die sind super weich. Ich male euch den mal hier hin, dann könnt ihr es vielleicht besser sehen. Also es war jetzt ein leichter Strich und guckt euch die Farbabgabe, die Pigmentierung an. Ich sag euch, der hält wirklich den ganzen Tag, der ist wirklich wasserfest, der bleibt da, wo er ist, der verschmiert nicht, ich vertrage ihn gut am Auge. Deswegen sind das hier meine Lieblinge. Aber es gibt noch ein paar mehr, die für mich besonders sind. Einer der besten Gel-Stifte, nicht aus der Drogerie, ist dieser hier von Backstage Make-up. Ich weiß nicht, ob ihr Backstage Make-up kennt. Gibt es online, die sitzen in Hamburg. Und zwar heißt der Superwear Eye Pencil. Das ist so einer zum Rausdrehen. Dieses hier ist ein wunderschönes Braun. Und den trage ich auch heute, auch hier einmal leicht drüber gefahren. Der ist ein bisschen feiner. Den trage ich auch heute. Und zwar am oberen Wimpernkranz und auch unten so dazwischen. Den habe ich dazwischen so gemalt, so zum Ausrauchen, weil ich das halt heute so ein bisschen verblendet und ausgeraucht haben wollte. Auf den kann ich mich immer verlassen. Der ist nur leider schon fast leer. Die Farbe heißt einfach Brown, die ich hier habe. Und ich hätte den gerne auch noch in Schwarz. Also in Schwarz und in diesem Brown hier. Ganz, ganz toller Eyeliner. Den hole ich immer dann raus, wenn ich mich darauf verlassen muss. Wenn ich sage, das soll den ganzen Tag halten und es soll so ein bisschen rauchig aussehen, weil auch der sehr weich ist. Und irgendwie ist der auch wasserfest. Ich glaube, das steht nicht drauf, aber der verhält sich so, als wäre er wasserfest, weil er nicht verrutscht, weil er immer da bleibt, wo er hingehört. Also der ist ganz, ganz toll. Ist einer meiner allerliebsten Kajalstifte. Dann habe ich noch einen ganz besonderen in einer krassen Farbe. Das ist dieser hier von Alcina. Den kennt ihr auch schon. Den habe ich schon im Video auch benutzt. Das ist die Farbe. Erstmal heißt der Alcina Creamy Kajal Liner. Den habe ich bei meinem Friseur gekauft. Alcina ist so eine Friseurmarke. Verkaufen aber auch Make-up. Alles, was ich von Alcina bis jetzt habe, ist super toll gewesen. Ich habe nicht viel. Ich habe einen Lidschatten, diesen Stift hier und einen Lippenstift, glaube ich. Egal. Creamy Kajal Liner in der Farbe Champagner. Und den male ich euch auch mal hier hin. Ein bisschen dicker auch, damit ihr die krasse Farbe seht. Das ist ein ganz, ganz krasses Gold. Und die Farbe ist einfach so auffällig und so interessant.
Und ich habe mich so verliebt und der schimmert halt auch so metallisch. Und das Tolle an dem ist, ich habe den am Anfang angespitzt, ich Esel, man kann ihn einfach hier hinten rausdrehen. Guten Morgen, Steffi. Man kann den einfach rausdrehen und auch wieder reindrehen. Und den setze ich mir super gerne bei auffälligen oder für die Festtage oder so, bei auffälligen Make-ups oder für die Festtage in den Innenwinkel. Weil der auch da bleibt, wo er hingehört und halt eben total strahlt, wenn ich mir den. Ich mache das jetzt einfach mal. Der hat so ein paar Glitzerpartikel drin, da braucht man auch nicht viel. Da mache ich zwei, dreimal so. Vielleicht nochmal so ein bisschen abdämpfen mit dem Finger. Aber er ist so, hallo! Ich habe meinen Augeninnenwinkel aufgehellt. Guck mal, der glitzert auch. Total auffällig. Also, ich finde den ganz, ganz toll. Auch von der Konsistenz her als Sina auch ein super Produkt. Dann habe ich einen ganz besonderen Kajal und da hängt wieder mein Herz so dran, weil ich den geschenkt bekommen habe von einem ganz lieben Menschen. Das ist der einzige Tom Ford Kajal, den ich besitze. Aber hier geht es mir nicht um Tom Ford, sondern hier ging es mir so um das Geschenk, um den Gedanken an mich und um die Farbe auch. Das ist die Farbe 04 Metallic Moss. Und zwar ist das ein wunderschönes Grün, ein Waldgrün in Metallic. Der ist so andersrum. Der ist so unauffällig, dass ich mir den super gerne am unteren Wimpernkranz aufmale, auch zwischen die Härchen. Manchmal dann auch mit einem Pinsel verblende. Da muss man ein bisschen schneller sein, der ist nicht ganz so cremig. Und der ist so unauffällig, dass jeder auf den ersten Blick denkt, ganz normal geschminkt, die Frau. Und wenn man dann so neben den Leuten sitzt, beim Essen beispielsweise, oder den Leuten so ein bisschen näher kommt, dann haben mich schon ganz viele gefragt, hast du da grün am Auge? Ist das grün? Ja, ist grün. So, also das scheint irgendwie aufzufallen. Und es scheint zu meiner Augenfarbe zu passen. Ich habe so braune Augen, aber mit so einem leichten Grüneinschlag, manchmal so Haselnuss sind die. Also je nach Lichteinfall und je nach Jahreszeit, komischerweise verändern die auch so ein bisschen die Farbe. Aber dieses Grün hier habe ich auch in der Drogerie noch nicht gefunden. Ich habe immer mal geguckt, ob ich ein ähnliches dunkles Grün in Metallic finde. Ist mir nicht gelungen, zumal ja dann auch die Konsistenz stimmen sollte. Muss man mal gucken. Vielleicht gibt es ja von Backstage Make-up diesen Superwear Eye Pencil zum Rausdrehen, auch in einem dunklen Grün. Den würde ich glatt mal, also vielleicht könnte ich ja mal direkt da bestellen und direkt drei bestellen, wenn es den in dunkelgrün gibt. Oder von Alcina gibt es vielleicht auch dunkelgrün. Muss ich mal schauen. Ansonsten habe ich hier noch liegen einen blauen. Super krassen. Das ist wieder aus der Infallible-Reihe von L'Oréal Paris. Die ich so gerne mag von der Konsistenz her, der ist wirklich krass blau. Seht ihr hier? Der leuchtet so richtig. Und die gibt es halt in auffälligen Farben. Gibt es auch in lila, also in einigen Farben, wo man sagt, so ein Kajal kaufe ich mir doch nie. Habe ich früher immer gesagt, so einen bunten Kajal brauche ich nicht. Aber auch damit, mit diesem Blau und mit den anderen auffälligen Farben, zum Beispiel mit diesem schönen Lila, habe ich schon Luxe geschminkt, ganz normal geschminkt und habe dann einfach eine Knallfarbe am unteren Wimpernkranz aufgetragen. Wieder ein bisschen verwischt mit dem Pinsel oder einfach nur hiermit so eingearbeitet. Das ist halt so ein Pop, ein Farbklecks im Gesicht, wo man manchmal einfach Lust drauf hat. Und dann sollte man das auch tun. Und dann muss ich halt kein komplettes Augen-Make-up damit schminken in Blautönen oder in Pinktönen oder so, sondern ich kann mich schminken wie immer. Und dann halt eben so ein Pop setzen, so mit einer krassen Farbe am unteren Wimpernkranz einfach nur. Guckt jeder hin. Und wenn man Lust hat, ein bisschen was Auffälligeres zu machen, ist das echt eine schöne Variante, einfach mal so eine Knallfarbe dahin zu setzen. Meine Güte, jetzt habe ich aber wieder geplappert, ne? Ich glaube, das ist das längste Adventskalendertürchen, was ich hier drehe. Wer weiß, kommen ja noch ein paar. Gucken wir mal, wann ich mal wieder Laberwasser getrunken habe, um euch noch mehr zu erzählen zu dem einen oder anderen Produkt. Ich hoffe natürlich, ihr schaltet auch morgen um 18 Uhr wieder ein zum nächsten Türchen mit mir und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.